Dein Trick an einem Dienstag? Was ist da los bei Mr. Tricks XL? Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Dein Trick. Es ist nicht Sonntag und trotzdem kommt eine Folge. Woran das liegt, verrate ich euch. Der User, der diesen Trick eingesandt hat, hat ganz lieb darum gebeten, dass ich dieses Video doch am 26. August, also heute, hochlade, weil er heute Geburtstag hat. Alles Gute zum Geburtstag an dieser Stelle. Der User hat sich jetzt umbenannt auf den Namen MotrixTV. Der existiert zwar schon, der Zauber-Channel, aber ich glaube, vorher hieß der Ying Yang, irgendwie sowas. Aber ich nenne ihn jetzt einfach mal MotrixTV, weil so heißt der User, während ich dieses Video drehe. Sein Trick funktioniert mit zwei Karten. Ich habe den jetzt ein bisschen abgewandelt, wie das so ein bisschen nach meinem Geschmack besser passt. Aber ansonsten ist genau das gleiche Prinzip. Für diesen Trick benutzen wir zwei Karten, das ist in meinem Fall jetzt Pik Ass und Herz Ass und eine leere Schachtel hier. So, wir machen folgendes, die beiden Asse kommen jetzt in die Schachtel hinein. Ja, ihr seht das hier. So, die sind jetzt in der Schachtel drin. Und dass ihr mir glaubt, meine Kapuze ist leer hier und hier mein Nacken ist auch frei, ja, hier wird nicht geschummelt. So. Jetzt nehme ich mir eins der beiden Asse raus, das ist jetzt in diesem Fall einfach mal das Pik Ass. Und das lege ich mir jetzt in den Nacken. So. So. Es liegt im Nacken. Hier befindet sich jetzt das andere Ass drin. Motrix macht das jetzt, indem er einen Fleck in seine Hand drückt, wie auch immer. Ich mache das mit einem Schnippen. Und jetzt passiert die Magie, denn in der Schachtel befindet sich auf magische Weise das Pik Ass. Obwohl ich es mir gerade in den Nacken gelegt habe. Was liegt dann in meinem Nacken? Selbstverständlich ist es das Herz Ass. Das war auch schon der ganze Trick. Ich hoffe, diese kleine Performance hat euch gefallen. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so schwer zu durchschauen, aber wenn ihr eine Erklärung braucht, klickt euch in der Videobeschreibung in das Video von MotrixTV. Also das ist ja nicht wirklich MotrixTV, sondern das ist der, ihr wisst schon. Klickt euch in sein Video, er hat eine Erklärung zu diesem Trick gemacht und er wird sich garantiert riesig freuen, wenn ihr euch das anschaut. Und vorweg, jeder hat seinen eigenen Stil, Sachen vorzustellen, Sachen zu performen, Sachen zu erklären. Ich will nur sicherstellen, ich will keine Hate-Kommentare sehen, ja? Das habe ich bis jetzt noch bei keinem gesagt, aber mir ist das jetzt bewusst geworden, das müsste ich eigentlich bei jedem Video sagen. Die Leute, die ihre Tricks bei mir einschicken, die haben alle unter 100 Abonnenten. Größtenteils, glaube ich, meine ich, denke ich. Sind also vielleicht noch nicht ganz so lange am Video machen und können vielleicht nicht ganz so gut mit Kritik umgehen, wie ihr das könnt oder wie ich das jetzt beispielsweise mache. Das heißt, bei denen könnte schlechte Kritik zum Beispiel jetzt viel brutaler ins Herz reingehen, als das jetzt bei mir der Fall wäre. Deswegen will ich euch bitten, nur weil jemand einen anderen Stil hat, Sachen vorzutragen oder Sachen anders macht, als ihr das machen würdet oder als ihr euch vorstellen würdet, wie das Ganze perfekt wäre, was es ja bei der Zauberkunst gar nicht gibt. Da ist ja jeder mit seiner Kreativität individuell. Keine Hate-Kommentare, ja? Keine Beleidigung. Wollte ich nur noch mal sicherstellen. Ich muss niesen, aber es kommt nicht. Alter, wie ich das hasse, wenn man niesen muss und er kommt nicht raus. Jetzt steckt er in der Nase drinne. Bah! Es kribbelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn es dir überhaupt nicht gefallen hat, gib mir natürlich einen Daumen nach unten, dann weiß ich Bescheid und kann an mir arbeiten. Wenn du alle weiteren Folgen dieser zweiten Staffel Dein Trick schauen willst oder die erste Staffel oder irgendwelche anderen Kartentricks, Münzentricks, was auch immer, schau auf meinem Kanal vorbei. Um weitere Videos nicht zu verpassen, kannst du diesen Kanal auch gerne abonnieren. Alles Gute zum Geburtstag, lieber MotrixTV-YingYang- wie auch immer ich dich jetzt am besten nennen soll. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.